Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hamburger Sportverein Karrieremodus hier auf dem Kanal. Die dritte Episode ist am Start und heute geht es ins erste Saisonspiel gegen den ersten FC Köln. Vorher aber habt ihr mir natürlich in die Kommentare Spieler geschrieben, die ich mir mal angucken soll, beziehungsweise die ich versuchen soll zu holen. Das werde ich natürlich in dieser Episode erstmal machen und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich extrem drüber freuen, wäre eine großartige Geste. Vielleicht schaffen wir ja 700 oder 1000 Likes sogar, glaube ich nicht dran, aber ihr könnt mir natürlich vom Gegenteil überzeugen, deswegen versucht es auf jeden Fall mal, würde ich mich extrem drüber freuen. So, wir haben erstmal jetzt auf Lopez und auf Kiko Casillas geboten, jetzt noch auf Loris Karius, der mir auch empfohlen wurde. Und am Ende der Episode müsst ihr wieder entscheiden, welche Spieler wir verpflichten sollen. Es sind vier, über die ihr euch entscheiden könnt, dann, beziehungsweise für die ihr euch entscheiden könnt dann. Und naja, das Ganze werdet ihr dann sehen. Allgemein habe ich mich jetzt erstmal nicht für Fährmann entschieden. Ich habe jetzt erstmal ja, gewartet quasi, weil andere Torhüter euch lieber waren. Natürlich haben auch einige gesagt, nimm Fährmann, aber an sich wollen wir das ein bisschen realistisch halten und Fährmann wäre nicht so realistisch, weil Schalke halt schon besser ist. Haben nochmal Ballas Dzudzak angefragt, weil der, ja, der Vertrag läuft aus und der ist ja nicht mehr so extrem stark, deswegen wäre das schon möglich an sich. Darida wäre dann ein Spieler, den wir für Van Lafferth bekommen könnten, wurde mir auch vorgeschlagen von euch. Versuchen wir auf jeden Fall mal, ist ein guter Mann und naja, Van Lafferth soll ja bekannterweise gehen, von daher würde das ja ganz gut sein. Übrigens, gegen Adler habe ich nichts. Es wurde in die Kommentare geschrieben, Max hat was gegen Adler, deswegen will er ihn verkaufen. Ich habe nichts gegen Adler, aber meiner Meinung nach hat er nicht das Potenzial hier irgendwie noch. Er ist erst 29 und an sich wachsen die Torhüter dann ja immer noch. Ich mag Adler aber insofern nicht, dass er in diesem Alter ein 78er-Rating hat. Hätte er jetzt ein 81er-Rating oder sowas, dann okay. Aber so erreicht er höchstens noch eine 81 selber und da kann ich einfach bessere Torhüter finden, wie beispielsweise Lopez mit mehr Potenzial oder Loris Karius. Und das ist mir einfach lieber vor allem auf die Zukunft gesehen. So, Davy Klaas ist der nächste Spieler, den wir versuchen zu bekommen. Und zwar für halt eben Raphael van der Vaart. Bei Arnold habe ich kurz überlegt, allerdings, ja, Arnold kann halt defensiv nichts. Deswegen ist er dann doch wieder aus der Verlosung rausgeflogen. Bei Darida habe ich noch mal vorsichtig aber nachgeholt, ob ich schon geboten habe. Habe ich aber schon. Von daher, ja, sind das die Spieler, die es jetzt erstmal gegeben hat. Wir speichern das Ganze dann nicht, sondern gehen weiter und suchen als nächstes. Was suchen wir denn als nächstes? Jetzt bin ich ein bisschen überrascht von mir selber. Eigentlich sollten wir nicht suchen. Eigentlich sollten wir nur weitermachen und auf die nächsten Angebote warten. Aber vielleicht überrasche ich mich ja jetzt. Ich überrasche mich anscheinend tatsächlich. Wir suchen... Was? Ach ja, Sergi Roberto, genau, von Barcelona. Sergi Roberto, der zukünftige Sergio Busquets. Ich habe allgemein noch ein paar Spieler so auf der Liste gehabt, im Kopf gehabt. Auch Muhammad Besic unter anderem, den Bosnier von Everton, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, kannst du machen. Ich dachte aber ehrlich gesagt, dass ich es nach dem Köln-Spiel gemacht habe. Naja, ist ja auch vollkommen egal. Wir werden ja sehen, wie das Ganze laufen wird. Erstmal gehen wir jetzt auf weiter und schauen mal nach, was so gesagt wird. Schalke hat immer noch das Angebot akzeptiert. Stuttgart ist so ein bisschen meh, die wollen nämlich 4,5 Millionen und Adler haben und Ulreich hat nicht so das Potenzial, wir versuchen es einfach mal, aber ja, es wäre auf jeden Fall nicht mein präferierter Spieler, den ich mir holen würde. Als nächstes gucken wir uns dann nochmal das Angebot hier mit Fährmann an, wie viel wir dafür bezahlt haben, das merken wir uns und scouten dann Arthur Soberg. Das hat nichts damit zu tun, aber machen wir einfach mal trotzdem, ich wollte sehen, was für Werte der so hat und dann fragen wir mal an bei Mainz 05 und zwar, ob die uns für Raphael van der Vaart nicht gerne den Beister, wollte ich gerade schon sagen, den Geist geben würden. Habe ich dann aber doch nicht gemacht, weil ich mir dachte, okay, van der Vaart 10 Millionen wert, ja, machst du mal lieber doch nicht, weil ist ja deutlich mehr als ein Geist. Später habe ich es dann auch noch gemacht, keine Sorge. Also ich war ein bisschen, naja, am Rumprobieren hier in dieser Episode. 4 Millionen und Adler für Anthony Lopez wäre auch nicht schlecht, aber ich sag mal so, es wäre zumindest besser als Fährmann, weil Lopez an sich ein sehr guter Keeper ist und der hat auch noch mehr Potenzial, weil er noch jünger ist, glaube ich. Wäre auf jeden Fall schon ganz interessant. Alle Angebote hier wurden übrigens abgelehnt. Sevilla spricht mit Mainz für 6,5 Millionen über ja, Karius. Allerdings sind 6,5 Millionen deutlich weniger als Adler und 4 Millionen. Von daher versuchen wir da mitzuhalten und bei Dzudzak gehen wir nochmal auf 6 Millionen hoch, das wäre möglich. Sevilla werden wir gleich auch nochmal hochgehen. Darida, die möchten 7,5 Millionen haben und Van der Vaart genauso wie auch, naja, Ajax für Davy Klaassen. Das ist ein bisschen zu teuer. Wir scouten mal Nabil Bentaleb, eigentlich doch nicht. Okay, wir haben ihn doch wieder weggemacht, warum auch immer. An sich ein sehr interessanter Spieler für die nächsten Jahre, vor allem weil er an sich nicht so teuer sein sollte. Aber werden wir mal schauen, was wir in der Winterpause da machen können, beziehungsweise wie unser Mittelfeld bis dahin läuft. Wir gehen hoch auf 6 Millionen für Loris Karius, versuchen dann nochmal irgendwie was rauszuschlagen. Und naja, was soll ich sagen? Stuttgart akzeptiert das Angebot mit 4,5 Millionen und Adler, was aber viel zu viel ist an sich für die Leistungen, die uns wahrscheinlich Ulreich bringen wird. Ayose Perez Abschlussbericht ist da, sieht sehr, sehr stark aus. Muss man sich auch überlegen, ob man den eventuell holt im Winter.
Momentan geht es leider nicht, denn er möchte nicht verliehen werden, beziehungsweise Newcastle möchte ihn nicht ausleihen. Er ist ja auch ein wichtiger Stammspieler, von daher ist es verständlich. Das wird leider so nichts. Wir gehen weiter, jetzt sind es noch 5 Tage bis zum Spiel gegen den FC Köln und wir haben wieder ein paar Nachrichten. 4 Millionen und Adler würde Olympique Lyon akzeptieren und das wäre okay, denn Lopez hat ein deutlich höheres Rating mit 80 bereits und an sich auch sehr gute Werte und gutes Potenzial, von daher geben wir mal ein Vertragsangebot. Karius wollen sie 6,5 Millionen haben, das gleiche hat auch Sevilla geboten. Das heißt, das Ganze ist wirklich jetzt kritisch. Und ihr seht schon, Spieler führt auch Gespräche mit PSG. Das ist nämlich dann Jujak, das heißt, der ist raus mit PSG, können wir nämlich auf keinen Fall mithalten. Ulreich habe ich dann gelöscht, das heißt, der ist nicht mehr drin in der Verlosung, der wird auf jeden Fall nicht unser neuer Torwart werden, aber naja, vielleicht wird es ja eben der genannte Lopez oder vielleicht ja doch sogar noch der Loris Karius, je nachdem, ob wir mit Sevilla mithalten können oder nicht. Ich biete nochmal für Jordan Veretout den Van der Vaart, allerdings ist natürlich Veretout jetzt nicht so schlecht, von daher ist es unwahrscheinlich, dass Van der Vaart für den gehen würde, also dass wir Van der Vaart, also dass wir Veretout für Van der Vaart bekommen könnten. So. Bei Fofana ist das Ganze wahrscheinlicher, aber auch das ist nicht so mein präferierter Deal, denn da haben wir bessere Spieler schon auf der 6. Position gescoutet. Und müssen wir jetzt schauen, was die nächsten Tage noch so ergeben vor dem Spiel gegen Köln. Erstmal verkaufen wir an unseren direkten Konkurrenten demnächst den guten Petr Jiráček. Das liegt einfach daran, dass ich den nicht brauche. 2,4 Millionen sind okay. Newcastle möchte da Yossi Perez überraschenderweise nicht ausleihen. Er würde ein bisschen was kosten, deswegen können wir uns im Moment nicht erlauben. Vor allem, weil er gerade erst gewechselt ist. Ist er gar nicht, ne? Ist im Winter gewechselt. Auf jeden Fall, versuchen wir es trotzdem nicht. Wir haben dann noch hier ein paar Abschlussberichte. Gregory Sertic war aber von den Gesamtratings und dem Alter her ein bisschen zu schwach, als dass ich ihn mit in die Auswahl reingezogen hätte. Und deswegen haben wir immer noch keine Neuverpflichtung in dieser Saison. Das muss sich natürlich ändern, allerdings wird es sich erst ändern, wenn ihr es mir sagt. Wir haben jetzt hier 2 Angebote akzeptiert, einmal für Karius und einmal für Anthony Lopez. Und deswegen sind das die beiden Torhüter, über die ihr euch entscheiden dürft. Schreibt in die Kommentare, wen wollt ihr lieber sehen, Lopez oder Karius. Votet am besten noch andere Kommentare hoch, damit ich sehe hier, wenn da irgendwie 38 Likes sind, dann sehe ich, guck mal, das finden die gut. Wenn ich da irgendwie 10 Kommentare lese, dann ist das trotzdem nicht gleichwertig. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. So, die Form bei unseren Spielern ist immer noch relativ down, denn wir haben ja das Testspiel, das letzte, glaube ich, richtig hoch verloren. Wir werden mal Iličević, Van der Vaart und ich glaube auch Diaz spielen lassen. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich Diaz spielen lasse. Lasse ich nicht. Ich lasse Holpi auf der 8er Position spielen, den rücke ich gleich ein bisschen vor und lasse Holpi dann im zentralen Mittelfeld agieren. Das liegt daran, dass ich Iličević und Van der Vaart ja beide noch verkaufen möchte und das geht natürlich am besten, wenn sie sich für andere Vereine präsentieren. Deswegen lasse ich die spielen. Ist relativ einfach zu verstehen und ich denke mal, dass das auch ganz gut Erfolg bringen wird. So, Lasogga steht in der Startelf, Olic nicht. Das liegt daran, dass, Olic halt Form runter hat und Lasogga nicht. Auch wenn Olic vom Gesamtrating her besser ist, weil mittlerweile wurde Lasogga ja zu Recht gedowngradet, auch wenn er jetzt 2 Tore gemacht hat am Wochenende. Für mich ist er trotzdem noch eine Graube. Das ändert nichts an der Tatsache. Ich mag den trotzdem nicht. Auch wenn ich mich natürlich für die HSV-Fans hier freue, auch wenn Hannover jetzt noch mehr in einer Katastrophe drin steckt. Egal, wir versuchen es nochmal bei Mainz. Habe ich jetzt doch entschieden, okay, wir machen das mit Van der Vaart. Scheiß mal einfach mal drauf. Wir wollen 9-6 haben und Geis wäre ideal, vor allem mit dem Potenzial, was der Junge hat. Und das war es dann eigentlich, glaube ich, was ich jetzt noch mache an Transfers. Fade nochmal beim Speichern, suche nochmal was. Bezic, habe ich ja schon angekündigt. Den wollte ich auch nochmal kurz nachchecken. Allerdings ist der gerade im Sommer erst gewechselt, was ich nicht wusste. Und von daher, also in diesem Sommer, von daher, Bezic wird es nicht werden. Wir gehen ins erste Spiel dieser Episode gegen den ersten FC Köln und wir spielen auswärts. Normalerweise ja nicht gerade die Stärke von Hamburg, auch wenn Heim auch momentan in dieser Saison nicht die Stärke ist. Aber wir wollen das natürlich ändern, dafür sind wir ja da. Wir wollen Hamburg ja sollten Erfolg zurückspielen. Der Geißbock ist hier, sieht nicht so geil aus. Also die Choreo war schon mal schöner in Stadien. Aber gut, da kann Köln halt auch nichts für, weil das Stadion ist nicht lizenziert. Und dementsprechend kann das auch nicht so sonderlich cool aussehen. Vallon Behrami ist dann hier unser Starspieler anscheinend, auf den die Kameras gerichtet sind. Warum, weiß ich nicht so wirklich. Er war natürlich teuer, er kam von Napoli, einem guten Verein. Aber trotzdem finde ich, dass wir bessere Spieler in der Mannschaft haben, wie beispielsweise einen Beister, auf den man auch mal einen Blick werfen sollte. Mal sehen, wie der sich so schlagen wird in dem heutigen Spiel. Wir sehen dann noch Holpi selber stehen. Ich glaube, Ostschalek habe ich auch spielen lassen. Also wir haben sehr viele Blondies diesmal in der Mannschaft. Mal sehen, wie das laufen wird. Auf der anderen Seite bei Köln Horn, Olkowski, Maro, Wimmer, Hector, Lehmann, Risse, Jiráček übrigens auch in der Startelf. Dazu noch Vogt und Uja in der Sturmspitze. An sich eine relativ defensive Aufstellung, weil alle 3 zentralen Mittelfeldspieler Sechser sind und auch die Außen mit nach hinten arbeiten können. Aber wir wollen uns natürlich davon nicht beirren lassen und spielen selber mit der Aufstellung, die ihr gerade schon gesehen habt. Und Tor Adler, Diekmeyer, Kleber, Juroas, Czolek, Holpi, Behrami, Beister, Iličević, Van der Vaart und Pierre-Michel Lasogga im Sturm. 3 Spieler, die wir verkaufen wollen. Adler, Van der Vaart und Iličević. Im Idealfall wollen wir ja auch noch den Juru loswerden, aber den erst im Winter. Von daher geht es darum jetzt erstmal in diesen Spielen noch nicht. Und Lasogga
Jogger. Jetzt steht der im Rampenlicht. Ist natürlich im Sommer gerade für 8,5 Millionen gekommen. Bei FIFA war es wahrscheinlich eine andere Summe, aber davon mal abgesehen. Mal sehen, wie was laufen wird. Timo Horn, hier der Redhead im Spiel. Sieht nicht so geil aus, ehrlich gesagt. Hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber gut, Ruhe dafür, das lizenzierte Ingame-Face. Was willst du mehr? Und die erste Szene der Partie war auf jeden Fall gleich mal gar nicht so uninteressant. Harald Fimmler ist übrigens der Schiedsrichter, was auch ja, sehr schön ist. Das freut mich ehrlich gesagt für ihn. Ganz ehrlich, teilweise überlege ich mir so, was machen die da für Namen rein. Aber gut, wir gehen in die erste Szene der Partie nach dem Anstoß direkt. Und die hatte es gleich mal in sich, denn Köln spielte agil nach vorne über Risse mit dem Ball auf Uja. Uja, ja, geht wieder raus auf Risse. Nochmal auf Uja. Und der ist mit dem Ball mit der, nicht Hacke, setzt die Hacke, auf Matuschik. Und der Tier am Tor vorbei. Vogt hat das gut vorbereitet, zusammen mit Uja. Und ich glaube, es war Risse außen. Aber auf der anderen Seite gab es auch die ersten Chancen. Und zwar über Maxi Beister nach 20 Minuten. Das war nicht sonderlich gefährlich, aber es war ein guter Anfang. Denn es ging so ungefähr weiter. Hamburg war jetzt deutlich stärker. Also wir waren deutlich stärker. Beister mit dem Ball nach vorne auf Berami. Und der geht einfach mal ab. Der denkt sich, warum nicht? Ich bin schneller als Wimmer. Ist er sogar. Und schlägt dann die, naja, etwas verkrüppelte Hackenflanke nach hinten. Auf Lasogga kommt der Ball. Auf Holtby. Holtby zieht mal ab. Abgefälscht. 1:0. Van der Vaart lässt sich da feiern. Und das zu Recht. Denn er hat den Schuss abgefälscht und dementsprechend steht es 1:0. Holtbys Ball wäre wohl daneben gegangen, auch wenn er mit Efe getreten war. Aber so kommt ihr das 1:0 zustande. Die gegrätschte Flanke ist gut genug für Lasogga zum Ablegen. Holtby, Van der Vaart abgefälscht. Schon chancenlos. 1:0. Läuft auf jeden Fall. Kann man so machen. Jetzt muss es aber in Zukunft auch so weitergehen, denn Tore schießen normalerweise nicht unsere Spezialdisziplin und das muss ich jetzt ändern. Balleroberung von Beister, Diekmeier nochmal zurück auf unseren ehemaligen Düsseldorfer und der geht los. Ist also ein ehemaliger Rivale und denkt sich, gegen meine Ex-Rivalen müssen wir doch mal richtig durchpacen. Hier mit ordentlich Tempo auf den Ball vorgelegt, die Flanke in die Mitte ist gut. Lasogga mit der Sprungkraft des Todes und es steht 2:0. Wie auch immer, der sich da so hochschrauben konnte, ich habe keinen blassen Schimmer. Es sah ein bisschen aufgestützt aus, Schiri hat es nicht abgepfiffen, gibt es Viva sowieso nicht das Aufstützen. Von daher, ja, einfach nur eine krasse Sprungkraft von Lasogga und das 2:0. Horn wieder chancenlos. Und auf der anderen Seite gab es einen Freistoß über Jiracek. Köln also in der zweiten Halbzeit wieder nach vorne aktiv, direkt am Anfang. Sie versuchten zurückzukommen. Lehmann setzt sich hier ja zweimal mehr oder weniger durch, spielt den Ball auf Uja. Den darf man dann auch gerne schon mal machen. Er zieht ihn aber am Tor vorbei. Und Adler wird dementsprechend Gegentor los in seinem ersten Spiel in dieser Saison. Matto schickt dann mit dem Ball nach außen auf Jiracek. Der zurück auf Olkowski und der kommt da irgendwie glücklich durch. Wie auch immer er das gemacht hat, die flache Flanke und gerade noch so geklärt von Diekmeier und Giroud nochmal in die Mitte. Gefahrenherd ist es nochmal, weil Uja nochmal an den Ball kommt, aber Giroud ist wieder dazwischen. Dementsprechend bleibt es beim 2:0. Auf der anderen Seite Beister bekommt mal wieder den Ball über außen, macht das gut, zieht in die Mitte, setzt sich dann durch da gegen die Verteidiger. Der wunderbare Pass auf Ivo Iličević und naja, der wartet ein bisschen, der Ball nochmal in die Mitte, da ist wieder Beister, den kann man machen. Aber so geht er am Tor vorbei. Schade eigentlich. Wäre ein schönes Tor gewesen. Diekmeier kommt dann nach vorne mit dem Ball auf Holtby. Holtby kann nur mit rechts schießen. Deswegen der Pass auf Lasogga. Ja, gut. Kann man auch machen. Irgendwie bei den Großchancen läuft es noch nicht so. Die müssen wir besser verwerten. Stieber dann eingewechselt mittlerweile für Beister. Holtby auf Außen nochmal zurück auf Stieber. Der ist da ganz frei. Und vor allem Berami ist auch frei. Berami 3:0. 89. Spielminute. Die endgültige Entscheidung. 3 Tore in einem Spiel. Wenn man bedenkt, dass Hamburg bisher in der ganzen Saison 19 geschossen hat, ist das ein relativ guter Anfang. Und Berami in seinem ersten Spiel mit seinem ersten Tor. Das war allerdings noch nicht alles, denn Köln gab sich nicht auf. Wimmer mit nach vorne geeilt und der Ball auf Helmes. Und da sieht Adler nicht so toll aus im Stellungsspiel. 1:93. Das heißt, die Kölner dürfen auch nochmal zumindest ein bisschen feiern. Erstes Tor nach dem Wiederaufstieg. Allerdings wird das am Endergebnis nicht mehr viel rütteln, denn es bleibt beim 1:3. War auch die letzte Szene der Partie. Also in den letzten 2 Minuten nochmal 2 Tore. Ärgerlich, dass wir das Gegentor bekommen haben, aber auch und so. Auch an sich ist das ganze Ergebnis so okay, auch dem Spielverlauf entsprechend. Schalke gewinnt gegen Hannover, Dortmund unentschieden gegen Leverkusen, Frankfurt gewinnt gegen Freiburg und Everton hat das Angebot abgelehnt. Mainz hat allerdings angenommen für Johannes Geist, das heißt, wir kriegen eventuell 2 Spieler von Mainz, je nachdem, was ihr entscheiden werdet. Lyon hat auch angenommen für Fofana, den wollen wir aber nicht mehr haben, wenn wir Geist bekommen können. Nantes will 7 Millionen noch dazu haben, das können wir nicht machen. Klaasen werde ich auch mal ein Angebot machen, weil an sich, naja, es sieht nicht schlecht aus so, denn Van der Vaart 5 Millionen, Klaasen hat viel Potenzial, aber wir werden mal schauen. So, wir haben jetzt ein paar Angebote akzeptiert und zwar von Karius, von Lopez und ja, von Ajax und Co. Und vor dem Spiel gegen Hannover schauen wir mal, was die anderen so sagen. Davy Klaasen lehnt selber ab, das ist natürlich nicht so schön, aber der möchte ein bisschen mehr Geld einfach nur haben. Von daher mal sehen, vielleicht sagt er ja nach dem Gehaltsaufbesserung nochmal ja. Das ganze Restliche können wir ja eigentlich löschen von Mainz und Ajax, das will nämlich keiner sehen. Dann simulieren wir, glaube ich, nochmal einen Tag vor. Nein, tun wir nicht. Jetzt habt ihr die Entscheidung. Klaasen oder Geis, Karius oder Lopez. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.